Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben bei Lucia und Snuff. Und, wie sieht's aus? Hör zu, wenn du was essen willst, geh zu Snuff. Wenn du was trinken willst, bist du bei mir richtig. Was trinkt ihr denn hier so? Wir haben nur wenig Bier. Das einzige Bier auf der Insel haben die Paladine mitgebracht. Das ist ja grausam. Naja, wenigstens etwas Gutes, das die Kerle mitgebracht haben. Moment. Ansonsten trinken wir Schnaps. Ich habe selbstgebrauten Grog und weißen Rum. Den solltest du probieren. Das Rezept habe ich von Samuel. Der Alte versteht wirklich sein Handwerk. Moment. Was? Bier? Nee, Korrigan braucht doch auch Bier, also Spezialbier. So, was braucht denn Skip? Skip braucht Grog. Da war ich mir nicht mehr sicher. Aber wenn du Grog hast, dann... Gib mir was zu trinken. Brauche ich davon bitte einmal 20 Flaschen? Die Frage ist, wie viel habe ich schon davon? Ich habe 5. Und dann brauche ich also noch 15. Kostet 150 Gold, ist okay. Ich hab's ja. So, ansonsten Ring der Geschicklichkeit brauche ich nicht. Goldbrocken brauche ich nicht. Laborwasserflaschen brauche ich nicht. Bier ist leider nicht das Spezialbier, das mir dauerhafte Boni gibt. Ja, ansonsten brauche ich nichts von dir und dann kann ich sie erstmal noch ein bisschen befragen. Kommst du nicht aus Korinis? Erinnere mich bloß nicht daran. Mein Leben in dieser Stadt war schrecklich. Als noch die Schiffe mit den neuen Verurteilten ankamen, da war in der Stadt noch was los. Aber diese ganzen anderen Typen... Nein, danke. Vielleicht liegt's daran, dass wir auf einer Insel sind. Naja, die Zeiten sind vorbei. Mit Eldridge bin ich fertig. Warum? Er ist ein Schlappschwanz. Als ich von den Banditen verschleppt wurde, hat er keinen Finger krumm gemacht, um mir zu helfen. Was hast du jetzt vor? Mal schauen. Ich bleib erst mal hier bei Snuff, Fisk und den anderen. Hast du schon mit Torus gesprochen? Oh, Enos, ist das ein wahrer Baum von einem Kerl. Entschuldige, kommen wir auf deine Frage zurück. Ich habe kein festes Ziel, ich lass mich treiben. Du magst die Paladine nicht besonders, was? Diese fanatischen Mörder im Auftrag der Feuermagier? Nein. Dieser Lord Hagen besetzt mit seinen Schlägern die Stadt und alle buckeln vor ihnen. Und das wollte ich nicht. Ich wollte nicht darauf warten, dass sie die rote Laterne zumachen und mich einsperren. Moment, hast du was gegen die Feuermagier? Inas... Uiuiuiui, da kann ich mir ja jetzt eine Feindin machen, oder? Doch sind sie schon, auch wenn Inos mordet, ist es Mord. Ja, schauen wir mal. Die Paladine kämpfen nicht nur in seinem Namen. Inos erwählt seine Krieger. So? Ich glaube, es sind die Menschen, die sich selbst erwählen. Ja, sind's. Jedoch, deine Worte verwundern mich. Du sprichst fast so, als wärst du einer von ihnen. Hast du schon mal einen Menschen getötet? Nein. Und ich bin auch sehr froh darum. Bitte, lass uns nicht länger solch ernste Worte wechseln. Okay. Trinken wir lieber und erfreuen wir uns an jedem Augenblick, den uns die Götter schenken. Was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Nur zu gern. Bei mir kannst du deine Geschicklichkeit trainieren. Ah ja, okay. Dankeschön. So, was haben wir denn hier? Ah, okay. Die Tür ist offen. Hoffentlich ist da jetzt keiner sauer oder so. Silberne Schale, goldener Kelch, hui, wertvolles Zeug. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Ja, ein paar Dietriche könnte ich tatsächlich... Ein paar Dietriche wären hilfreich. Ja, ein paar Dietriche könnte ich gebrauchen. Und es wundert mich, dass Lucia keine Dietriche dabei hat. Du Depp, du sollst... Du sollst hier zumachen, genau. Wichtiger Hinweis. Was ist denn dieser wichtige Hinweis? Was steht da drin? Werden wir es je erfahren? Bestimmt. Hey Leute, Lou ist im Sumpf verschwunden, wahrscheinlich wurde er von Haien gefressen. Mit ihm ist auch der Türschlüssel verschwunden. Wer ihn findet, kann Lous Kram behalten. Hey, ich habe doch Lous Schlüssel gefunden in dem Sumpfhai. Deswegen konnte ich da rein. Verstehe. Willst du futtern oder quatschen? Was darf sein? Auch beides. Was gibt's denn Leckeres? Ich will ein neues Gericht ausprobieren. Feuergeschnetzeltes in Hammersoße. Ja, ich dachte schon, du meinst Fleischschwanzen-Ragout. Hammersoße? Eine Soße aus hammerhartem Schnaps. Ich habe ein Rezept von einem Typen namens Lou.
Besorg du die Zutaten und brenn den Schnaps oben am Labortisch. Dann mache ich daraus eine Soße. Was meinst du? Okay. Okay, ich mach's. Alles klar. Hier ist das Rezept. Rezept für Lou's Hammer. So, das mache ich doch mal. Eine Wasserflasche habe ich, zwei Rüben und eine ordentliche Portion Sumpfkraut. Gemahlene Zähne von einem Sumpfhai. Und Rum. Gut. Laut dem blinden alten Mann ist es gesund, in Dämpfe nicht einzuatmen. Vielleicht machen die ja blind. Zwei Rüben, wo kriege ich zwei Rüben her? Oder habe ich zwei Rüben? Feldrüben nehme ich an, ne? Feldknöterich. Unkraut. Na. Ich guck mal, ob ich... Was ist hier oben? Hier sind immerhin schon mal Betten. Das ist gut zu wissen. Was sagt die Uhrzeit? Na, es ist Mittag. Kein Grund. Ja, Laborwasserflaschen. Rum. Was ist das denn für eine Riesenflasche rum? Das sind ja gleich zwei Schlucke auf einmal. Kann ich hier denn einen Schnaps brennen? Schnaps brennen, hey. Lou's Hammer. Zu wenig Rohstoffe. Ja, mir fehlen wahrscheinlich, wie schon gesagt, die Rüben. Eine Feldrübe, hey. Guck mal. Kann ich es jetzt machen? Lou's Hammer. Zu wenig Rohstoffe. Ach. Ist hier noch irgendwo eine Feldrübe? Menü. Schade, schade, schade. So, nochmal. Ich lese nochmal kurz, was ich da jetzt alles brauche. Also. Ich brauche eine Wasserflasche, das habe ich. Ich brauche... zwei Rüben, genau. Ich brauche mindestens noch eine Rübe. Sumpfkraut habe ich. Zähne eines Sumpfhai habe ich. Ja, ich habe alles, außer die letzte. Die eine Rübe, die ich noch brauche. Aber vielleicht kann Snuff mir die ja verkaufen, ne? Er hat ja Essen und so. Hey, was? Kannst du mir nicht verkaufen? Oh Mann. Dann muss ich mich hier mal umschauen. Wer mir hier irgendwas verkaufen kann. Nicht wecken. Was? Wenn du dir selbst einen Gefallen tun willst, dann halte dich von Skinner fern. Der Kerl ist unberechenbar. Den letzten, der ihn geweckt hat, hat er umgebracht. Lass ihn schlafen, das ist das Beste für alle. Moment, was? Warte mal. Bist du ein Butler? Wegen der Hose? Nein, ich trage sie nur, weil sie bequem ist. Gutes Argument. Ich koche hier nur Fleischsuppe. Hier, kannst du ja mal probieren. Die macht stark. Es ist immer wichtig, seine eigene Stärke zu trainieren. Draußen gibt's viele Gefahren. Wenn du willst, kann ich dir helfen, stärker zu werden. Oh, das ist nett. Aber ich brauche die Lernpunkte derzeit für mein Mana. Nur, wenn der so einen tollen Eintopf hat, so wie der von Thekla, der mich stärker macht. Ja. Dann lasse ich mir den natürlich nicht entgehen. Damit mache ich immerhin ein bisschen mehr Schaden. Hey. So, mit Finn, genau, ach, das war der Goldhacker. Und wer bist du? Hi. Hi, ich bin Lena. Willkommen im Lager der Buddler. Buddler? Ich dachte, das wäre das Lager der Banditen. Richtig, aber die Banditen sind auch nur hier, um zu buddeln. Also... Gute Idee, ja. Kannst du mir was über das Goldschürfen beibringen? Klar, aber wenn ich dir was beibringe, wirst du mehr Gold schürfen können. Darum frage ich ja. Sicher, aber wenn du mehr schürfen kannst, ist es doch nur fair, wenn ich einen Teil davon abbekomme. Nun... Am besten, du gibst mir meinen Anteil im Voraus. Sagen wir 50 Goldstücke. Ich denke drüber nach. Bei Finn habe ich ja kostenlos gelernt. Vielleicht kann ich ja auch hier kostenlos lernen. Eine schwarze Wolke über dem Haus. Der eine kommt mit Blut. Gebraucht, ihn zu rufen. Ihn, der mich sieht. Er sieht mich. Oh nein, geh weg. Verschwinde. Alles klar bei dir? Grün. Grüner Novize. Ich kann ihn nicht finden. Was? Hier, nimm dieses Sumpfkraut. Nicht grün, nicht stark. Nicht grün, nicht stark. Okay. Wie kann ich dir helfen? Der grüne Novize hilft dem Novizen. Ich glaube, der hat zu viel geraucht. Beziehungsweise vielleicht auch zu wenig. Fortunostruhe. Ah, der grüne Novize. Mhm.
Was ist denn der grüne Novize, der ihm helfen kann angeblich? Schauen wir doch mal. Der grüne Novize. Die Stängel lassen sich zwar prima drehen, aber was wir im Sumpflager hatten, war von anderem Kaliber. Wenn ich die Essenz aus zwei Sumpfkrautpflanzen verwende, dazu einen Feldknöterich, dann habe ich einen Stängel mit der Wirkung des grünen Novizen. Der grüne Novize hilft gegen Schmerzen aller Art und macht einen klaren Kopf. Einen klaren Kopf. So, so. Er macht einen klaren Kopf. Ein besonders starker Sumpfkrautstängel macht einen klaren Kopf. Natürlich. Was denn auch sonst? Ne? Ich meine, wenn ich einen klaren Kopf will, dann brauche ich auch Sumpfkraut. Ist doch so. Oder nicht? Ist das etwa andersrum? Ich weiß es nicht. Nee, was? Zu wenig Rohstoffe? Nee, nicht Flusshammer. Ah, und hier ist wieder so ein Erdbeben. Das heißt, hier muss so ein Portal oder sowas in der Nähe sein. Tabakmuscheln, genau. Tabak. Grüner Novize. Ich habe einen grünen Novizen gedreht. Ja, das ging hier einfach. Den gebe ich dann mal Fortuno. Und hier, den geht's auch raus. Kann ich da irgendwie... Moment, da kann ich doch noch weiter, oder? Wo geht's hier hin? Gibt's hier eventuell sogar noch einen Hintereingang ins Lager? Oder täuscht das? Na, okay. Hier kommt man definitiv nicht rein. Und da bin ich dann wohl, wie es aussieht, wieder am Anfang des Lagers. Okay. Nichts gewonnen, aber auch nichts verloren. So, ein grüner Novize, wie bestellt hier. Grün. Bitteschön. Hier, nimm diesen grünen Novizen. Fortuno kenne ich doch aus dem Sumpflager noch. Ach, mein Kopf. Wer... Ich bin... Fortuno. Was... Was ist los? Das war doch der Händler im Sumpflager am Anfang, ne? So, jetzt erzähl mir mal, was mit dir los ist. Einst gehörte ich zur Bruderschaft des Schläfers. Sag ich doch. Da war noch alles in Ordnung. Gut, wir waren alle verurteilte Verbrecher. Aber für uns Novizen war das Leben recht unbeschwert. Hey, ich war selbst im Minental gefangen. Erzähl mir was Neues. Ich erinnere mich an nichts. Dunkelheit liegt über meinem Verstand. Komm schon, konzentriere dich. Was ist passiert? Wann bist du wieder zu dir gekommen? Raven. Ich erinnere mich nur an Raven und dann an dunkle Räume. Was ist mit Raven? Was hat er mit dir gemacht? Tut mir leid. Mir ist, als ob mein Verstand gefangen wäre. Ich verstehe es selbst nicht. Ja, das könnte doch an dem Sumpfkraut liegen, ne? Brauchst du mehr Sumpfkraut? Ja, unbedingt. Alles, was du an Sumpfkraut auftreiben kannst, werde ich dir abkaufen. Chunky, ich zahle dir sogar mehr dafür als Fisk. Du Chunky. Es muss eine Möglichkeit geben, deine Erinnerung wieder aufzufrischen. Ja, ja. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Die Gurus verstanden sich auf verschiedene Arten der Geist- und Willensveränderung. Weißt du noch was darüber? Nein, ich befürchte, dieses Wissen ist mit den Gurus verschwunden. Verdammt. Nun, wenn es einen Weg gibt, deinen Geist zu befreien, werde ich ihn finden. Ich habe Sumpfkraut für dich. Oh, 10 Erfahrung. Jedes Mal 10 Erfahrung. Geil. Reicht leider nicht ganz zum Levelaufstieg, oder? Wie viel habe ich denn? Wie viel Sumpfkraut habe ich denn? Das ist die wichtige Frage. Ich habe hier einen Stängel. Ich habe 2 Stängel Sumpfkraut. Und ich habe... Wo ist das denn? Ach, Sumpfkraut ist oben bei den Kräutern, gell? So rum. Ich habe 2 Stängel Sumpfkraut und 36 mal normales Sumpfkraut. Ich habe Sumpfkraut für dich. Jetzt würde mich doch interessieren, was ich davon abgebe. Gebe ich... Ja, ich gebe das normale Sumpfkraut ab, okay. Das muss nicht sein. Aber er hat gerade von Fisk geredet. Fisk ist dann wahrscheinlich ein Händler, ne? Fisk, hey! Hey! Wenn du hier im Lager einen anständigen Händler suchst, ja, dann hast du ihn gerade gefunden. Sehr gut. Meine Hütte steht direkt hinter Esteban. Also, wenn du was brauchst, komm vorbei. Das liegt ja auf der Hand. Ich brauche Dietriche, bitte. Zeig mir deine Ware. Und eine Rübe. Eine Rübe wäre auch cool. Was? Stirbknecht? Zweihandtalent Malus 10. Keine Ahnung. Einhandtalent Malus 10. Was? Warum?
Warum sollte man diese Waffe benutzen? Die macht 15 Schaden und macht mich auch noch schwächer. 15 Äpfel! Meine. Wer erzählt denn so? Aber sowas von meine. So, hast du Feldrüben? Ja, du hast Feldrüben. Davon hätte ich gerne eine einzige. Das gibt doch nur noch mehr. Und wie sieht's mit Tränken aus? Ich glaube, da bin ich gerade erstmal genug eingedeckt. Vielleicht noch ein paar Heiltränke? Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Ja, komm, noch ein paar Heiltränke. Ach, kommt dann nämlich alle. Ist doch egal. Das liegt doch auf der Hand. Zeig mir. Und ich sehe gerade, ich habe hier oben wieder ganz schön viel Müll angesetzt. Ich habe einen Sturmknecht. Ich habe sogar schon also einen. Guck mal. Den behalte ich mal. Runenmacht. Ist das gleiche, nur ohne Zweihandtalent-Malus. Dann kannst du die haben. So, ein Rapier. 50 Geschick und 100 Schaden. Aber ein Händer. Egal, behalte ich mal. Kann ja auch sinnvoll werden. Stabkeule brauche ich nicht. Grobes Langschwert brauche ich nicht. Den da würde ich aber gerne behalten. Genau wie den. Wer erzählt denn sowas? Das ist das nächste Einhandschwert, was ich tragen ich kann. So etwas nicht erlauben. Das ist das beste Einhandschwert, das ich tragen kann. Genau das habe ich auch gesagt. Und Degen würde ich gerne auch behalten. Hatten wir ja alles schon mal. Beil, schwerer Ast, Sichel. Buchenbogen kannst du haben. Eschenbogen kannst du haben. Ja, dann bin ich ja erstmal durch. So, und weil es so schön ist, ne, ich habe derzeit 46 Stärke. Und glaub, Jan, das lässt sich doch bestimmt auf 47 erhöhen. Genau das habe ich auch gesagt. Wenn ich ganz viele Äpfel esse, denn Äpfel, wie ihr alle wissen, sind so gesund. Na komm schon, gib mir eine Stärke. Saftig und frisch. Keine Ahnung, sag du es mir. Ach verdammt! Das ist bestimmt ganz knapp. Ich war ganz allein. Esteban, hey, das ist doch der mit dem Attentat, ne? Dann haben wir hier noch einen normalen Banditen. Moment. Ich habe jetzt gar nicht nach Dietrichen geschaut. Fisk, sag mal, hast du Dietriche? Zeig. Nein, hat er nicht. Mist. Er hat keine Dietriche. Wo kriege ich hier Dietriche her? Kann ich mir die vielleicht selber schmieden? Nee, glaube ich nicht. Du bist also der Kerl, der sich ins Lager gekämpft hat. Jep. Das hat sich ja schnell rumgesprochen. Franco war eine harte Nuss. Niemand hat sich mit ihm angelegt. Niemand. Außer dir. Nur damit das klar ist, wenn du versuchst, den gleichen Scheiß bei mir abzuziehen, dann mache ich dich fertig. Das ist eine Einladung. Übrigens, natürlich bin ich der Einzige, der das mit Franco versucht hat. Die Tradition ist, dass man den vorherigen umbringt. Also es gibt immer nur einen. Achso, nee, stimmt gar nicht. Es kann schon mehrere geben, die es versuchen, aber es kann halt nur einen geben, der es schafft. Ich brauche eine bessere Rüstung. Wieso? Du hast doch schon eine. Die ist fürs Erste gut genug für dich. Doch auf der Hand. Ich will in die Mine. Natürlich willst du das. Da bist du bei mir genau richtig. Denn jeder, der in der Mine schürft, darf einen fetten Anteil vom Gold behalten. Juhu! Und ich verteile die roten Steine, die du brauchst, damit Torus dich durchlässt. Gib mir so einen roten Stein. Okay, aber den gibt's nicht umsonst. Für gewöhnlich verlange ich einen Teil des Goldes, den die Jungs fürs Schürfen bekommen. Wie sieht's denn mit deinen Kenntnissen übers Goldhacken aus, hä? Du verstehst ja nicht gerade viel davon. Wenn ich dir einen roten Stein gebe, dann nicht, weil du so ein toller Buddler bist. Nein. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Was für eine Aufgabe ist das? Einer der Banditen hatte vor, mich zu töten, aber stattdessen haben meine Wachen ihn getötet. Er war wohl scharf auf deinen Posten, was? Er war ein Idiot. Ein Schläger ohne Verstand. Von allein wäre er nie auf die Idee gekommen, sich mit mir anzulegen. Nein, er hat den Auftrag nur ausgeführt. Geschickt wurde er von jemand anders. Ich soll also rausfinden, wer dahinter steckt. Wer auch immer mir diesen Attentäter geschickt hat, er muss dafür bezahlen. Finde ihn. Und ich lasse dich in die Mine. Wegen dieser Sache hat Senyan mich zu dir geschickt. Senyan? Er arbeitet auch für mich. Ich habe ihm gesagt, er soll die Augen aufhalten. Wie soll ich vorgehen? Jeder hier im Lager weiß davon. Du spielst also mit offenen Karten. Versuche herauszufinden, wer auf meiner Seite steht und wer nicht. Und lass dich nicht von den Kerlen verarschen. Sprich mit Snuff. Der dicke Koch kriegt eine Menge mit. Wegen des Auftrags. Pass auf, ich habe noch andere Sachen, um die ich mich kümmern muss. Komm wieder, wenn du rausgefunden hast, wer der Kerl ist. Okay, alles klar. Und Snuff weiß mehr. Gut. Seine Entscheidung. Dann schaue ich mich aber trotzdem erst nochmal hier ein bisschen um. Warum erfahre ich das?
was und wen es hier alles noch gibt. Zum Beispiel wächst da oben eine Pflanze, nämlich eine Heilwurzel. Yay! Und sehe ich das richtig, dass ich hier unten hinter Fisk bin, hinter dem Händler, und kann vielleicht auf sein Lager zugreifen? Andererseits würde ich mir es natürlich nicht verscherzen mit den Banditen, aber... Na, wo war das? Hier war doch gerade noch irgendwas. Hier war doch gerade noch irgendwas. Genau, ein Feuerkraut. Ich versuch's mal. Ich meine, hey, vielleicht hat er ja ein paar Dietriche hier irgendwo versteckt. Na? Wieder hat kein Lager, der Händler. Ah, doch. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Ja, ein paar Dietriche wären sehr hilfreich. Oder ich besorge mir einen Zauber, um Schlösser zu knacken. Das wäre auch eine Idee. Ah, Moment, hey, da ist ein Buch. Und wie ihr alle wisst, geben Bücher, wenn man sie zum ersten Mal liest, Erfahrungen. Was kriege ich hier? Nichts. Okay, schade. Schade. Hätte ja klappen können. Und wenn ich es nicht versuche, dann werde ich es auch nie rausfinden. Das war keine. Kann ich hier rein? Ja, was ist mit dieser Truhe? Es ist offen. Trank der Geschwindigkeit. Okay. Ist jetzt jemand sauer auf mich? Sieht nicht so aus. Na gut. Das habe ich früher auch immer gesehen. So, da rechts war ich. Dann gibt es da hinten noch Leute. Und da oben ist auch schon Torus. Ne? Das sieht aus wie Torus. Sieht ein bisschen aus wie im ersten Teil. Es geht so hoch zu uns in die Burg rein. Und da steht Torus und bewacht den Eingang. Aber bevor ich da hochgehe, werde ich mal mit Paul und Huno quatschen. Und vielleicht ist Huno, der Schmied, ja in der Lage, mir ein paar Dietriche zu verkaufen. Das werde ich dann allerdings wirklich nächstes Mal tun, denn diese Folge ist an dieser Stelle auch wieder zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis auf Wiedersehen. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss!